Und warum sind Sie jetzt im Gefängnis? Ich habe einen Kredit aufgenommen, um eine Firma zu gründen. Mein Partner ist leider mit dem Geld abgehauen. Mama, Onkel Rahim ist da. Du hast ja richtig abgenommen. Das sagst du jedes Mal, wenn ich komme. Hab gar nicht damit gerechnet, dass ich dich so sehr vermissen würde. Ich hab dich doch viel mehr vermisst. Warten Sie. Ich bin nicht geschäftlich hier, ich habe nur eine Frage. Wissen Sie, ob jemand nach einer verlorenen Handtasche gefragt hat? Wieso? Ich habe da nämlich Gold gefunden. Sind Sie nicht der Mann, den Sie bei den Regionalnachrichten gezeigt haben? Ja, der bin ich. Die ganze Nachbarschaft spricht von dir. Ich habe über 10 Nachrichten und Anrufe bekommen und alle sind so stolz. Dieser Kerl hat doch sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als Lügen zu erzählen. Jetzt ist er ein Held und ich stehe da als ein herzloser, unfairer Geizhals. Mein Vater lügt nicht. Scheißkerl eigentlich, dass du bereit bist, für ihn Schande über deine Familie zu bringen. Dieser Scheißkerl ist mein Leben. Papa? Nein, hast du etwas getan, das unserem Ansehen für immer schaden könnte? Was soll das, Marley? Nein! Warum hast du das getan? Was soll ich getan haben?